Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Legend of Zelda The Minish Cap. Und ja, wir befinden uns hier gerade im, ja, doch vierten Dungeon, gell? Es ist ja der vierte Dungeon. Ein Dungeon hat ja kein Element für uns gehabt, und zwar im Tempel des Tropfens, im Wasserdungeon. Und mir wurde auch schon gesagt, dass der ja gar nicht so einfach sein soll. Und ich lasse mich gerne davon überraschen. Ich bin auf jeden Fall motiviert, wie eigentlich immer, weil Dungeons sind einfach cool. Und auch alle, die jetzt vielleicht sagen, Zelda ist doch voll langweilig. Ich glaube, Dungeons sind eigentlich doch immer das Interessanteste. Weshalb ich auch glaube, dass der Part bei euch vielleicht gar nicht mal so schlecht ankommt. Also, den Boss-Schlüssel haben wir schon. Den haben wir direkt am Anfang vom... Oh gut, ich dachte schon, jetzt passiert was. Den haben wir direkt am Anfang bekommen. Voll crazy eigentlich. Wir können die damit one-hitten. Gut zu wissen. Ja, war echt verrückt. Also, wir haben einfach direkt den Dungeon mit dem Boss-Schlüssel begonnen. Fand ich ein bisschen, naja, eigenartig. Aber, nun gut. So was passiert nun mal. Und wir haben die Pforte für uns geöffnet. Und jetzt stürzen wir den Wasserfall hinab. Den Wasserfall des Todes. Und hier können wir wieder hochklettern, oder? Ja, genau. Okay, kapiert. Aber das will ich hier eigentlich nicht. Ich gebe dir hier auf meinen Boomerang. Finde ich, das ist ein gutes Item. Und da müssen wir drunter durchtauchen. Whoop. Und das ist eine Tafel. Der Wegweiser ist auf dem Boden des Krugs verborgen. Ein Wegweiser. Auf dem Boden des... Ah, kapiert. Kapiert. Das Ganze soll den Krug darstellen. Und ich nehme an, wenn ich hier tauche, bekomme ich die Karte. Würde ich jetzt mal schätzen. Oder nicht? Nein! Keine Karte, aber den Schlüssel. Okay. Ja, den Schlüssel als Wegweiser zu bezeichnen, finde ich jetzt auch ein bisschen komisch, aber mein Gott. Ist okay. Aber immerhin haben wir das Rätsel kapiert und direkt gelöst. Finde ich in Ordnung. Das sind halt einfach... Ja, da sieht man einfach, dass hier auf dem Kanal die Zelda-Profis unterwegs sind. Also... Kein Rätsel, was ich nicht lösen kann. Ich werde auch alles finden. Auf Anhieb. Also das ganze Spiel ist eigentlich gar keine Herausforderung für mich. Schön wär's. Also, wo können wir den Schlüssel verwenden? Hier. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Bisher ist der Wassertempel noch gar nicht so verwirrend, wie mir gesagt wurde. Bisher ergibt noch alles Sinn, was wir hier machen. Und ja, solange noch alles Sinn ergibt, bin ich zufrieden. Jetzt kommt hier wieder so eine Passage, wo wir uns mit dem Krug hier so, ja, weiterschießen müssen. Sup, sehr gut. Viel Speed haben wir... Moment mal. Nee, von hier bin ich gekommen. Stopp, von hier bin ich gekommen. Das ist falsch. Das ist falsch. Das klingt so, so böse. Das ist falsch. Ist es aber nicht. Doch, ist es schon. Aber es ist nicht so schlimm, wie es klingt. Ich sollte einfach meinen Mund halten, glaube ich. Ist gerade besser. Wir können... Sehr angenehm. Wir können auch mit dem Boot hier runterfallen. Ach Gott. Ach nee. Jetzt muss ich mich hier an diesem Stachelteil... Ja, vorbei. Oder ich kassiere den Schaden einfach kurz. Oder ich mache es intelligent. Dann tauche ich hier kurz ab. Okay, ich habe es gut... Okay. Ich habe nichts gesagt. Es ist locker machbar. Hier wieder am Krug. Jetzt mal hier rüber. Oh, es hat echt ein schönes Bootfahrfeeling, muss man sagen. Und jetzt hier die Pforte öffnen. Und wir haben... So, zack. Stopp, ich wollte da... Nein, nein, ich will erst nach oben. Oder erstmal schauen, ob unten was ist. Okay, unten ist nichts, also nach oben weiter. Bubu, bubu, bubu. Okay, jetzt haben wir hier nochmal zwei Wege. Eine Karte wäre hier ganz... Okay, so viel dazu. Eine Karte wäre hier ganz angenehm. Oh, hier geht's auch nicht für mich lang. Ja, ich versuche erstmal hier alles mit dem Boot abzuchecken. Man muss ja irgendeine Systematik reinbringen. Deswegen versuche ich einfach so viel wie möglich, was sich mit dem Boot lösen lässt, jetzt hier direkt zu machen. So, das ist der einzige Weg, der uns noch übrig bleibt. Und hier geht's auch weiter. Oh, das sieht mir noch ein Bossfight aus. Sag mal, wir kennen doch die Art von Gegner schon, oder? Die kommt mir doch irgendwie schon bekannt vor. Hey, der hat eine Kerze hinten dran. Das ist nicht so gut, wenn du hier auf dem Eis lebst. Ach du Scheiße. Geh down! Nein! Aber ich habe ja den Krug dabei.
Kann ich hier die Spinnennetze mal abmachen? Okay, oder auch nicht. So, jetzt hat. Geh rauf! Oh, jetzt lebt der immer noch. Willst du mich verarschen? Wie viel hält der denn aus? So. Hier gebe ich ihm noch einen Hit. Und jetzt kann ich ihn hoffentlich, ja, vernichten. Auf Eis ist es gar nicht so einfach, muss man sagen. Aber wir haben das natürlich souverän gelöst. Wir als beste Zelda-Spieler. Und hier ist die... Oh, der Kompass. Habe ich die Karte schon? Gleich mal nachschauen. Ja, ich habe die Karte sogar schon. Upsi. Ich bin blöd. Und hier ist eine Truhe, aber da komme ich nicht hin. Okay, dann werde ich jetzt zurückgehen und dann nach da oben weitergehen. Aber immerhin haben wir schon mal Karte und Kompass. Vor allem in komplizierten Dungeons ist es ganz angenehm, wenn man hier, ja, alles parat hat, sage ich mal. Also, wenn man sich schon mal, wenn man alle Möglichkeiten hat, sich zu orientieren. Ah, und ich kann hier ja einfach die Pforte öffnen. Aber es hat... Es war trotzdem gut, dass wir erst in die andere Richtung gegangen sind, weil dadurch konnten wir uns schon mal den Kompass sichern. So, jetzt hier ganz, ganz vorsichtig, dass ich auch nichts verbock. Und jetzt können wir weitermachen. Da brauche ich auch Feuer, um das zu schmelzen. Und ich schaue jetzt noch kurz, wo es mich hier hinführt. Weil, ich meine, für irgendwas muss der Weg hier ja da sein. Ah. Und hier gibt es ein Schieberätsel für mich. Okay. Also, ich muss vermutlich einen Eisblock auf den Knopf darstellen. Ich denke mal, das ist meine Aufgabe. Und, ja, komm, das kriegen wir hin, oder? Wenn der sich mal verzieht. Ja. Ich habe keine Ahnung, welchen Eisblock ich dafür nehmen soll. Hier brauche ich Feuer, Feuer-Item und zieh meine an. Nein, nein, nicht ins Wasser fallen, das wäre uncool. Hey, sehr cool, Rubine kann ich gebrauchen. Ich wollte mir noch den großen Köcher im Laden kaufen. So, jetzt muss ich einfach schauen. Also ich kann den da rüberschieben. Welchen kann ich verwenden? Ich muss den dahin schieben, dafür muss er dahin. Dafür muss er dahin. Ich glaube, ich muss es mit dem hier oben machen. Okay, ich weiß, wie es geht. Okay, ich weiß, wie es geht. Pock und jetzt hier rüber. So. Ja, ist kein Stress, ist kein Stress. Das Einfachste bei diesen Schieberätseln ist immer, ich sag mal, den Weg zurück zu verfolgen. Sich zu sagen, okay, wenn der dahin soll, muss er von hier kommen. Wenn er von hier kommen soll, muss er von da kommen und so weiter. Und so den Weg zurückverfolgen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dann finde ich, sind die Rätsel hier auch ganz gut machbar. Ich habe gesehen, dass da links ein Weg ist. Da muss ich dann gleich mal nachschauen. Okay, hier ist gar nichts, oder was? Nö, hier ist anscheinend gar nichts. Auch cool. Ah, bewirf mich nicht. Bitte nicht. Aua. Jetzt bin ich voll gekotet. Was hat das für eine Auswirkung? Gar keine. auch cool. Ja, okay, also hier ist ein Weg. Den könnte ich lang gehen, aber ich wollte eigentlich auch den Weg da drüben auschecken, aber vielleicht ist es auch vollkommen umsonst. Aber scheiß drauf. In Zelda macht man gern lieber ein paar Mal ein paar Sachen umsonst, aber dafür findet man alles. Ich kann mir vorstellen, was da drüben ist. Einfach so ein versperrter Weg. Könnte da jetzt sein. Könnte da jetzt sein, aber ich würde mich trotzdem gern selber davon überzeugen. Nein, ist er nicht. Okay. Aber hier brauche ich das Feuer-Item, um weiterzukommen. Aber trotzdem gut zu wissen, was da ist. Trotzdem gut zu wissen, dass ich es nachher nicht vergesse. Und wenn ich danach auf der Karte sehe, okay, hier fehlt mir noch was, weiß ich genau, um was es sich handelt. Jetzt bin ich wieder so voll geschnoddert. Ich finde das voll cool, wie sich Links Kleidung da dann verändert. So, und jetzt noch hier rüber. Und jetzt haben wir es. Oh. Hat zum Glück nur Ewigkeiten gedauert. Baby, wo bist du? Bist du noch da? Bei dieser Finsternis sieht man die Hand vor Augen nicht mehr. Sei vorsichtig. Ich hab zwar... Oh. Ich hab zwar keine Hände, aber egal. Okay. Da ist Abgrund, da ist Abgrund. Ach so, hier geht's ja schon weiter. Ah, okay, und hier ist doch schon wieder Licht. Ja, okay, so schlimm war das jetzt hier gar nicht. Noch eine Schnecke, auch die mache ich down. Könnte ja irgendwas Cooles droppen, man weiß es ja nicht. Mach du gehst down und dann war's das hier auch schon wieder.
Oh, ein Zwischenboss mit hoffentlich dem Dungeon-Item. Wieder diese Ameisen oder Käfer oder was das ist. Wir hatten so Zangen. Ameisen haben doch so Zangen, oder? Wir sind zwar keine bewusst, die schleudern können, aber in Zelda ist sowas möglich. Zack, zack, so. Beide schleudern sie wieder, ist auch in Ordnung. Und zack, du schleuderst sie nochmal. Ja, die sind eigentlich kein Stress. Zing, zing. Och nee, nur ein Teleporter. Wann kommt das Dungeon-Item? Ohne Witz. Oha. Hier brauche ich die Kraft von zwei Links. Na, dann wollen wir doch mal gucken, was wir hier mit der Kraft von zwei Links erreichen können. Oho. Ah, kapiert. Das Element wurde zur Hälfte geschmolzen. Oh, Tageslicht. Wenn wir die andere Seite auch öffnen, können wir das Eis, das das Element umschließt, wegschmelzen. Ja, wollte gerade sagen. Wir müssen jetzt auch noch die andere Hälfte des Tageslichts reinlassen. Und dann können wir das Element schmelzen. Aber ich nehme an, dann wird auch der Boss hier geschmolzen. Also, ja, das mit der Boss-Tür hat schon gestimmt. Der Boss wartet hier. Aber der Boss ist eben noch vereist. Ah, dann ergibt das doch Sinn, dass man den Boss das direkt am Anfang holt. Cooles System vom Dungeon. Bisher gefällt er mir sehr gut. Mal gucken, wie es weitergeht. Okay, ein geschenktes blaues Glücksfragment. Kann man auch mal gebrauchen. So, hier nehme ich mir den Boomerang, nachdem ich gemerkt habe, dass er so effektiv gegen die Tiere ist hier. Oh, jetzt doch kein One-Hit. Aber ist okay. Brauche ich auch nicht unbedingt. Zack. Stopp. Oh, jetzt bin ich zu schnell. Jetzt bin ich zu schnell. Da muss ich langsamer sein insgesamt. Zack. Oh, nochmal ein blaues Glücks... Ich habe so viele... Ups. So viele blaue Glücksfragmente, das ist nicht mehr feierlich. Zack, zack, zack. Hier runter, ja. Oh, jetzt muss ich warten. Das ist mies. So, rein in den Kreis. So, welcher Weg ist jetzt der richtige? Keine Ahnung, ich werde mal den hier nehmen. Da drüben wären, okay, nur Krüge gewesen. Aber die kann ich auch von hier abchecken. Geht das mit dem Boomerang? Nein, aber mit dem Topf. Was wäre da drüben gewesen? Oh, ein grünes Glücksfragment. Oh nein! Jetzt bin ich wieder ganz oben. Oh, das ist uncool. Das ist uncool. Das ist sehr uncool. Ich nehme an, das Glücksfragment wird jetzt auch nicht mehr da sein. Aufpassen, dass ich... Doch, das ist sogar noch da. Höchst interessant. Kann ich mir das auch ansaugen? Ja, kann ich sogar. Sehr cool. Also... Okay. Glücksfragment erhalten und weiter geht's. Ui, jetzt dachte ich, jetzt haut's nicht wieder runter. Schlüssel habe ich nicht. Nein, oder? Ich habe nicht A gedrückt. Nein, habe ich nicht. Also. Hier brauche ich wieder Tageslicht, was ich mir wahrscheinlich unten wiederholen kann. Und dann gibt es wahrscheinlich schon wieder ein Schieberätsel, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Aber ist ja okay. Okay. Kapiert. Wir können das hier machen. Dann, ah ja, dann wird sie jetzt oben die Luke schließen. Ja, genau. Jetzt schließt sich oben die Luke. Dann kann ich jetzt sozusagen... Genau, dann kann ich jetzt... Ja, dann kann ich hier rüber den Hebel betätigen. Und dann kann ich wieder runter. Kapiert. Man muss sich erst sozusagen eine Plattform erschaffen, sich dann das Tageslicht holen und dann die Plattform wieder entfernen. Und dann hat man hier unten genug Tageslicht, um sich wahrscheinlich den Schlüssel hier zu holen. Ich mag den Dungeon bisher. Nur, dass man auf Eis läuft, das ist nervig, aber ja, damit muss man halt klarkommen. Aber ansonsten gefällt mir der Dungeon sehr gut. Kleiner Schlüssel erhalten. Yay! Jetzt wieder nach oben steppen. Und jetzt können wir den Schlüssel einsetzen. Bisher no problems. Kriege ich jetzt mal das Feuer ein? Was passiert jetzt? Okay. Aha! So ein Boss nochmal. Okay, kriegen wir hier etwa das Dungeon-Item? Wir haben die Luke geöffnet und dadurch dieses Viech reingelassen.
Ist auch cool. Oh, das ist elektrisierend. Sieh mal an. Aua. Okay, ich sollte aufpassen. Elektrisierend ist böse. Aua. Aua. Ich schließe mich ein. Boah, das Viech ist böse. Aber wenn es elektrisiert ist, kann ich ihm nichts tun. Kapiert. Ein Boss aus dem ersten Dungeon wird zum Zwischenboss im vierten Dungeon. Okay, er kippt wieder. Ich weiß nicht, was ich machen kann, um ihm noch mehr Damage zu machen. Ich hau einfach mal so drauf. Ich glaube, einfach ganz viel Spam wird schon was bringen. Hoffe ich. Ah, Mist. Ich wollte jemand kommen, aber hat nicht so geklappt. Entelektrisier dich mal wieder, Bruder. Ja, sehr gut. Oh Gott, ich verliere noch voll viele Leben hier. Nicht so gut. Ha, habe ich's wieder. Oh, jetzt muss ich mich echt ein bisschen konzentrieren. Wow. Bei so einem Boss, aber der macht ordentlich Damage. Und wenn man... jetzt hätte er mich fast erwischt. Mist. Ja, es war klar, dass er 3 Phasen braucht. Zack. Ein Sprung. Ja, kein Stress. 2. Sprung. Nochmal kein Stress. 3. Und, oh, noch einer. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. 5 Sprünge sind viel. Aber direkt alles abgesaugt. Sehr gut. Sehr gut. Und da kippt er. Und geht hoffentlich down. Ja. Ich glaube, er ist down. Ja, sehr schön. Und jetzt bitte das Dungeon-Item. Ja. Ich nehme an, es sind entweder die Feuerpfeile oder der Feuerstab. Und ich habe mit beidem Unrecht. Es ist die Lampe. Sehr praktisch. Einfach mit dem Knopf an- oder ausschalten. Eine Lampe. Okay. Das ist cool. Das ist cool. Eine Lampe ist mal eine verdammt coole Idee für ein Item. Taugt mir. Taugt mir sogar sehr. Und hier haben wir noch ein Item. Wow, das freut mich. Nochmal 100 Rubine, sehr cool. Jetzt können wir uns bald den Köcher leisten im Shop. Nice. Und jetzt können wir auch... Ah. Oh nein, nicht gut. Erstmal hier Licht anmachen. Okay, die Fackeln gehen wieder aus, aber ist kein Stress. So, du bist auch down. Zing, zing. Und down. Bekommen wir irgendwas dafür? Vielleicht, wenn ich alle Fackeln anmache? Nein, wohl eher nicht. Oh nein, kein Labyrinth. Das ist nicht gut. Okay, wir bekommen Bomben. Okay, und das System des Labyrinths auch schon kapiert. Ich glaube, ich laufe ja am besten einfach immer mit aufgeladenem Schwert durch. Da mache ich mal an. Da kommen wir oben weiter. Du gehst down. So, ihr beide haut ab, bitte. Oh. Kann ich Bomben gebrauchen? Auch cool. Bumm. Und wo komme ich hier hin? In einen Bonusraum? Komm, hau ab. Und du auch. Und... Ah, was für ein komischer Raum hier. Geh drauf. Boah, die halten so viel aus. So, bekomme ich jetzt einen Schlüssel? Oh, okay, dann war der Raum sogar notwendig. Ja, okay, muss aber sagen, er war jetzt nicht sonderlich versteckt, also. Brauche ich mich jetzt hier nicht beschweren, dass das... Okay, da haben wir noch einen Krug mit. Wow, nichts. Da muss ich die Lampe anzünden. Boah, jetzt wird es langsam, verwirrend, aber noch blicke ich einigermaßen durch und meine Leben gehen auch zur Neige.
Was auch eher uncool ist. Ein Glücksfragment. Hier kann ich es anmachen. Jetzt wäre den ganzen Weg zurück. Ja, es ist, das ist mal ein richtiger Rätsel-Dungeon. Ich glaube, so kann man den wirklich betiteln. Der wird dem Namen Rätsel-Dungeon mal gerecht. So, hier anmachen. Glücksfragment noch bekommen. Hab ich jetzt eigentlich noch eine Truhe vergessen? Ja, da unten. Die werde ich auch noch holen müssen. Wenn ich hier die 100% haben will, dann muss ich auch jede Truhe mitnehmen. Da ging es zum Bombenraum. Genau, wo war denn die Truhe? Wo ist denn die Truhe? Man kriegt ja auch überall Bomben, also man wird da keine Probleme haben. Da ist sie. Da muss ich von unten kommen. Von da, irgendwie hier, von da oben. Da muss ich, das ist sehr verwirrend. Muss ich von hier kommen. Ja genau, von hier, jetzt hat Hammer's. Vielleicht auch nur ein Glücksfragment, aber wenn wir sagen, wir machen 100%, dann ziehe ich sie auch durch. Und bist noch schon wieder am Ende vom Part. Schade, schade. Wie gesagt, in Zelda vergeht die Zeit sehr schnell. Da kriegt man gar nicht mit, wie schnell einfach so ein Part vorbeigeht. Und vor allem, ich muss dann auch noch direkt rendern und hochladen, glaube ich. Dass ihr den auch noch rechtzeitig zu sehen bekommt, weil Galaxy kam heute schon wieder zu spät. Tut mir auch leid dafür. Okay, was haben wir hier schon wieder? Hey, da sind Feuerviecher, die nicht leuchten im Dunkeln. Das ist aber uncool. Und ich krieg auch nichts dafür. Okay, die sind einfach nur so da. Ah, ich brenne. Ah, ich brenne. Ah, ich brenne. Scheiße. Ich will hier nicht sterben. Mami, hol mich hier bitte raus. Bitte. Ich will nicht sterben.